Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge sind wir zur Titania zurückgekehrt, nur um zu erfahren, dass wir hier von, also wir hatten das schon vorher gewusst, aber hier sind Abtei-Leute, Exorzisten, meine Güte. Mir ist jetzt gerade entfallen, wie man nochmal die Leute von der Abtei nennt, Exorzisten, meine Güte. Und ja, die tun ihr kunterbunt amortisieren und uns hier versuchen zu töten, da wartet schon der nächste und ja. Wir haben unsere Therion-Freunde gerettet, einige von denen, unsere Prinzenrolle fehlt noch hier und sein Greif. Und ja, Goku hat hier Sturmheulen bekommen, eine Orikalkus-Version, Sturmbrecher, meine Güte. Und ja, allein deswegen habe ich schon irgendwie das Gefühl, dass wir bald, wie auch immer noch mal sein Bruder heißt, gegenübertreten, vielleicht sogar schon in diesem Part. Weil das deutet schon ein bisschen darauf hin, wenn wir jetzt das Schwert kriegen und ja, wie soll das? Jetzt ganz, nee, da ist der Prinz. Hallo, unser Prinz. Na, wir müssen einfach nur zurück, ne? Auf und davon. Die Pose von Goku, ich finde das einfach richtig geil. Klassischer Samurai. Ja, wo müssen wir? Wir müssen so in den hinteren Docks. Ja, ist klar. Aber ich habe das Gefühl, kann man nicht einfach Dingens. Natürlich kann man jetzt nicht Dingens einsetzen. Ich habe das vorhin gerade noch benutzt, um kurz zurückzugehen und zu speichern. Jetzt geht es natürlich wieder nicht. So ein, zwei Kämpfe habe ich übrigens offscreen gemacht. Ist aber nichts passiert. Habe nichts gelernt. Nichts bekommen. Also kein Ding. Oh Gott. Ja, Insomnia nutzt er, ne? Insomnia. Oh. Ich habe Final Fantasy 15 hier vorgespielt, deswegen. Inomina hat, ne? Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Inomina hat, genau. Insomnia. Bei Aufnahme habe ich Final Fantasy 15 gespielt, deswegen. Tut mir leid. Ja, zwei komplett verschiedene Spiele. Das ist ein JRPG, Final Fantasy 15 ist ein Camping-Simulator. Wir haben noch relativ wenig von Artorius gesehen, ne, in diesem Spiel. Von ihm wissen wir auch nichts. Wir wissen ja auch nichts über seine Absichten, warum er das macht, was er überhaupt drauf hat und so. Wir wissen ja von. Du Pisser. Du Elender! Okay, oh ja. Okay, sie macht keinen Schaden gegen diese Typen aus irgendeinem Grund. Hat das irgendeinen Grund? Nee. Stimmt da irgendwas? Was? Magie, Magie. Absorbieren Magie, Magino. Vielleicht ist das einfach nur der Typ, weil er irgendwie so derbe Erd-Amortisierung ist. Warum sind die? Aua! Warum sind die magischen Kreise auf die Gegner? Alter, warum kriege ich die ja nicht down? Die Extra als letztes erledigen, aber das wird wahrscheinlich schon mehr nicht klappen. Und Eisen sind nun nicht gerade ein Gegner, Vieh. Dankeschön. Boom. Tschüss. Bye bye. Ja, hast du wieder toll gemacht. P-Reduktion verlangsamen. Was soll das denn für ein Effekt sein? Ach so, bei mir, ne?
Oh Gott, das sind die ganzen Sachen, die ganzen Angriffe von denen kommen mir bekannt vor. Das ist so, man hat ja auch so eine super Attacke mit jede Amortisierung mit Hexisterio und da war die von den Erddingen, genau. Da weiß ich alles gar nicht mehr, ne? Ich könnte mir doch nicht hier auf einmal so vortischen. Soll ich mich daran erinnern, ne? Wo ich mich gerade erinnert habe. Boom. So, Amphibolmontur und nix. Okay, gut. Sind denn jetzt schon alle 49? Nein, Magilu natürlich nicht. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Mein Lieblingscharakter ist natürlich hier am hinterher hinken. Nee. Ich möchte nicht gegen euch kämpfen, lasst mich in Ruhe. Ihr hinterlässt auch nicht mal Gegenstände, ey. Das ist auch voll nervtötend. Wenn ich hier andere Gegner sehen würde, die würde ich direkt auseinandernehmen. Ich sehe ja nur euch hier. So 80% der Zeit. So, dann auf und nach draußen. Hi, was ist los? Warum bist du hier draußen? Hier drinnen. Verdammt. Artorius. Artorius. Okay, ich dachte, sie sieht Artorius irgendwie da oben. Nein, sind nur ein paar Exorzisten. Mimik! Warum musst du auch stehen bleiben? Ehrlich, Velvet, warum? Was? Ja, coole Arme, willst du mal meine sehen? Buff, ah. Mein einen meine ich so. Ich muss als erster erledigen. Da zieht überhaupt nichts ab. Au. Okay, gleich euch als erstes. Wir haben mehr moralische Erdamortisierung und deutlich mehr HP in Verteidigung wahrscheinlich, ne? Das mal vorbei. Nicht mit dem Angriff. Oh Gott. Ganz aufgewehrt, das war sie alleine. Nicht sehr gut. Au. Die Erde. Wir wird schlagen. Ich kann auch schlagen. Au. Und es war eine Erdamortisierung, die mich einzusetzen. Ne? Ja, ne? Kommen eigentlich einige Charaktere. Okay, eigentlich kann ja nur Eisen. Eisen ist ja ein Erdmalak. Der müsste ja irgendwie mehr Schaden von, ich glaube, irgendeinem Element bekommen, wie Wasser oder so, ne? Ach, ich habe keine Dings. Boah, sagt mir doch. Und die ganze Zeit R2. Ich wundere mich, warum mir nichts passiert. Also ein Grund, warum du so extrem stark bist, ey. Schwäche Wind. Also ja, hat Eisen auch eine Schwäche gegen Wind? Das ist ja so ein Ding, ne? そこには清涼が本陣を置いているはず。きっとアルトリウス様がいます。元々の狙いよ。でもカノヌシへの対抗策はまだ。特攻には付き合わんと言ったはずだ。付き合ってくれなんて頼んでない。 私を利用してくれ。王子。安心してくれ。グリフォンは逃がしたよ。私を人質にすれば船を奪うことくらいはできるだろう。あんたには貸しがある。感謝なんてしないわよ。結構だ。この目にすがるしかなさそうじゃの。ちなみに、ich muss den ganzen Mickey jetzt noch mal rumrennen. Ich auf den Arm nehmen.
Okay, danke. Ein Kochlevel erreicht. Okay, oben. Level 12. Eleanor. Mystisches Eierreis-Omelett. Als wäre nicht ein normal schon mystisch genug, ne? So. Nur Monster, gut. Ich hätte gerne eure Sachen. Wahrscheinlich, wenn wir hier fertig sind, tun wir dauernd nur noch Monster rumlaufen. Hoffe ich. Damit ich die Sachen ja auch bekommen kann. Man muss ja dann schon wieder heißt, ja. Du hast ja nicht alle Gegenstände bekommen, ja, zu schade. Gegner tauchen ja nicht mal auf. Der Next. Geile Dings. Ah. Ja, damit. Oh. Alter, was war das denn? Obwohl, kam ja mir, ich hab geschossen. Der Wächter sieht so komisch aus, wenn sie ihre Mistgard einsetzt. Nichts Neues, Mann. Komm her, ich möchte noch Zeugs haben. Ja, damit. Und es gibt Leute, die spielen nur Velvet, wenn sie dieses Spiel spielen. Ne? Ich habe mal Let's Plays von Tales of Berseria gespielt. Ich habe bisher nur Leute gesehen, die Velvet spielen. Die ganze Zeit. 60, 70 Stunden lang. Dann finde ich dort tot langweilig. Ich tue sie jetzt im Moment auch sehr oft steuern, aber ich will auch wie ein Blöder hier eigentlich hier noch wechseln, ja. Mein Gott, ich habe den. Boah, du sollst den Angriff einsetzen, der ein bisschen näher an den rangeht, ey. Noch mal. Wenn ich meine Level 2 Dinge einsetzen will, dann geht das nicht. Boom, stirb, danke. Gib mir was. Verdammter Dreck. Ist ja noch irgendwas zu erledigen. Die Schlacht um Titan, ja. Okay. Vielleicht werde ich den letzten Part doch so nennen. Schlacht um Titania. Ich würde den eigentlich Angriff auf die Titania nennen. Eine kleine Anspielung an Attack on Titan. Attack on Titan, Attack on Titania. Hat doch auch voll gepasst. Aber jetzt bin ich am Zweifeln. Ja, bin ich richtig? アゲル。わしに怒っても状況は変わらんぞ。今のあやつの殺気はまるで氷じゃ。同時に手負いの獣のように余裕をなくしておる。私ってあんな状態で無事に脱出できるかどうか。ベルベットはずっと切り抜けてきたよ。今度だって。じゃといいがの。しかし どんなものにも。ビッシュエンドヘッピーエンディングギプト。ディスピエ。絶対に壊れん心もない。いざという時にどうするか。今のうちに算段しておいた方がいいぞよ。いざという時。ich habe nicht gesagt, für das hat hier ein Happy End nehmen wird. Weit sind wir eigentlich schon vom Ende hier entfernt. Ich habe so das Gefühl, wir nähern uns verdammt nahe dem Ende. Gegner sind schon Level 59. So Level 65 ist meistens immer so das Level des Final Bosses. Aber wir haben ja schon gegen Artorias gekämpft. Und jetzt ist ja irgendwie Level 76 irgendwie so was. Dann ist das ja auch das Level, weil da im letzten Kampf haben wir. Also gleich ist Level 76 hier so das Ende. Aber ich bin sowieso immer 10 Level unter meinen Gegnern, also kann ich auch nicht so danach gehen. Ist da. Ja, damit. Was ist das? Ah, sehr gut. Guter Halt. Noch mal. War nicht der letzte. Mit den anderen Charakteren die zweier Dinger einsetzen statt mit dem, mit dem ich schon gesehen habe. Ja, komm, mit dem Gegner kommen.
Das ist ein Elefant. Tschüss. Boah, der hat gesehen, aber ein Elefant. Nee. Gegen den kämpfe ich doch nicht. Da bin ich ja richtig. Nein, bin ich nicht. Boah. Warte mal. Was? E1. Boah. Ich hasse meinen bekackten Orientierungssinn, ey. Das ist furchtbar, ey. Wie eine Fledermaus, die nicht schreit, ey. Ganz gegen die Wand fliegt. Hat das jetzt irgendwie Sinn gemacht? Ich glaube nicht. So, da oben ist mein, da ist ein Speicherpunkt. Den darf ich noch mal kurz benutzen. Hat zwar nicht so viel erreicht im Moment, aber trotzdem. Ich weiß noch, als ich im imperischen Tor, Thron gestorben bin, das war furchtbar. Okay. Der Käfer war da noch. まさかそんな、なんてこと。あ、忘れん。船を戻して。は？無理に決まってるだろう。古文書が最後まで解読できたのよ。事実なら可能の島も。あ、ま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 
Innominat. Oh Gott. 0, 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 0
痛みのない穏やかな世界が訪れる。いや、どうぞ。人の意志を消すことがあなたの目的だったのですか。大魔師である。お前も感情のままに我らを裏切った。こうするしかない。傲慢のいない優しい世界を作る。それが僕の夢なんだ。安心して。 Das ist alles heftig zensiert. Das ist wahrscheinlich alles Blut, aber. Magilo, setz deinen Seelenbrecher ein. Ja, dafür setzt tut seinen Seelenbrecher einsetzen, oder? Oder was auch immer das war. ただ、ただ勝てだけじゃダメなんだよな。それじゃ弾みでポッキリ折れる。私に言っているなら試してみるか。いいえ、待ってやるよ。 お前と彼女の神が完成するまでな。どうしアルトリウス、あなたという人は。すべては計画通りです。王都へ戻りましょう、殿下。Das kenne ich. Diesen Ort kenne ich. Das ist ein optionaler Ort von Tales Hysteria gewesen. Die auch gegen Sophie und Jade gekämpft haben. Spoiler übrigens. じゃあ、ベルベットたちは。賭けはわしの勝ち。そういうことかな。その通りだ。才能だけは申し分ないのだがな。お主がおるということは、ここは重要な場所のようじゃの。どけ。血脈のほころびを閉じねばならん。 ビエフ、裂け目を守れ。裏切りの剣はそれでチャラにしてやる。じゃが、逃げたら100台呪うぞ。ビーン、了解でこ。どうやら賭けに勝ったようでの。閉じられては賞金が回収できんのじゃ。わしに幻覚は効かんぞ。 壊れたものは壊せない。あの時はお前の心が割れた時点で術を止めた。指定の情けだ。だが今度は容赦せん。心が砂とカスまですりつぶす。<笑> Oh Gott.
Sie genauso drauf wie dafür seit vorher. オキタのね。行こうよ。ここを出て奴らを殺す。オッケー。カノノシもベルベットの幻覚だって言ってるでしょ。じゃなきゃ偽物罠よ。本物だったらどうだっていうの。あの子が私を裏切ったってことでしょ。そんな奴を殺せないと思うの。なぜ？どうして？ 私がどれだけ殺したか。散々見たあんたが。ベルベット。起きて、ラフィー。朝だよ。もうラフィーって呼ぶのやめてってば。 子供っぽい。いきなり文句とは調子いいかな。カノノシ。違うようです。これは過去の幻。ほら殺せた。当たり前でしょ。慣れたものよ。さあ。 ここから出るわよ。あんたの力で。けど、早く。アイゼンたちを探さないと。早くって言ってるの。いい加減にしなさい。いい加減にするのはあいつらだ。ちょっとそうでしょう。殺してやる。Ich habe so langsam das Gefühl, dass Velvet vielleicht ein bisschen am Durchdrehen ist. Okay, gehen wir mal auf etwas Abstand mit. Okay. Boom. Badeanzug, Eleanor. Wir sind etwas Positives. Wir werden euch alles hier, boah. Oh, 15. Okay. Wir haben nur die drei im Moment. Sieht von allen gleich aus, ne? Badekleidung. Okay. Ja, jetzt geht, gucken wir uns im nächsten Part an, würde ich sagen. Und sagen, ich mache hier einen Schnitt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.